Digger von 1983 hat sicher auf vielen Systemen einen gewissen Kultcharakter. Das Spiel sah zumindest für damalige Verhältnisse recht gut aus, hatte eine tolle Musik und war auch ohne Anleitung schnell zu erlernen. Der gleichnamige Graber muss sich hierbei durch die Levels baggern und Smaragde aufsammeln. Hat man so einen Bildschirm gesäubert, ging es zum nächsten, schwierigeren Level. Wie schon Weiland bei Pac-Man machen einem aber auch Unholde das Leben schwer. Hier die Nobbins, die einen verfolgen und die schon vorgegrabenen Wege nutzen müssen. Leider transformieren sie sich plötzlich auch zu Hobbins, die ebenfalls selbst graben können und eine regelrechte Hetzjagd auf den armen Digger starten. Doch der kann sich ebenfalls wehren. Geschickt gegraben lässt er die Goldsäge auf die Nobbins oder Hobbins krachen und kann sie so, kluge Grabungswege vorausgesetzt, nacheinander matt setzen. Alternativ gibt es, nachdem alle Nobbins draußen sind, auch noch eine Kirsche zum Verspeisen, die einem eine Zeit lang die Unholde selbst jagen lässt. Ach ja, nach Monaten des Spielens vor 30 Jahren habe ich herausgefunden, dass es sogar einen Feuerknopf gibt, mit dem Digger sich ebenfalls zur Wehr setzen kann. Soviel nur dazu, dass es doch manchmal von Vorteil war, Anleitungen zu besitzen. Auch heute macht das Ganze noch Spaß und es ist erstaunlich, wie schnell man in die alten Routinen zurückversetzt wird und die Levels auf die damals eintrainierte Art zu lösen beginnt. Ein psychologisches Phänomen. Großartig ebenfalls die Musik, die fröhlich vor sich hindudelt. Heute weiß ich mittlerweile, dass das ein bekanntes Elektrostück namens Popcorn ist. Keine Ahnung, ob man sich damals die Rechte daran gesichert hatte. Digger ist mittlerweile fast nur auf DOSBox spielbar. Dort kann man nämlich Geschwindigkeit und Tastenbelegung angleichen. Letzteres ist vor allem da wichtig, wenn Windows 10 Geräte die Nutzung der Funktionstasten und somit der Feuertaste einschränken. Wer ein wirklich tolles Retro-Spiel spielen will, kommt an Digger sicher nicht vorbei. Außerdem zeigt es, dass auch damals Gelegenheitsspiele durchaus in Mode waren.